Abend zeichnen wir erstmalig regional diejenigen aus, die sich auf besondere Art und Weise für das Gemeinwesen engagiert haben. Es ist die Rede von unseren ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern. All diese Menschen haben einen ausgeprägten Sinn für die Gemeinschaft. Für sie zählt eben nicht, was dem Einzelnen nutzt, sondern was der Einzelne für die Gemeinschaft tun kann. Sie setzen sich unermüdlich, teilweise seit Jahrzehnten, für diese Gemeinschaft ein. Und dafür sind wir ihnen sehr dankbar. Und deshalb wollen wir sie heute Abend auch auszeichnen. Wir wollen stellvertretend heute Abend 9 aus dieser Region hier, 9 Prüferinnen und Prüfer ehren. Und wir haben uns gefragt, wer könnte das eigentlich besser machen als unser Ehrenamt, die Vollversammlung. Darüber redet keiner in der Medizin, dass soziale Problematik am Arbeitsplatz genauso wie in der Familie, wie im Großen, in den Zeiten wie heute, uns körperlich bedroht. Und körperlich so bedroht, dass wir zunehmend psychisch krank werden, Depressionen, Burnout, gefolgt von Rückenerkrankungen. Wenn ich immer weiter in diese Haltung verfalle, dann bin ich nicht in der Lage, Leben zu gestalten. Und wir sollten uns deswegen wieder bewusst machen, dass wir vom Ich zum Du, zum Wir kommen müssen. Das ist für mich die ewige Botschaft des Humanismus. Ich fühle mich als Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, darum geht es, sich Teil eines Ganzen zu fühlen. Ich habe für mich wahrgenommen, dass man Mitarbeiter Eigenverantwortung übertragen muss und auch darf. Das ist für mich auf jeden Fall eine Wahrnehmung, die in den letzten Jahren auch sich durch eine gute Rückmeldung von der Belegschaft gezeigt hat. Ich denke auch, es wird mit dem Begriff Stress inflationär umgegangen. Ich glaube nicht, dass wir alle Stress haben, denn wenn man sich einfach anguckt, wie oft wir allein mit dem Handy irgendwie oder was das Handy für einen im täglichen Leben ja, für manche Stress macht, dann denke ich, wir sollten uns an die Nase packen. Das muss man alles nicht. Man muss auch keine E-Mail innerhalb von 3 Minuten beantworten. Das sollte einem keinen Stress machen. Ich glaube, das hat mir so einen Kick versetzt, diese Filme mit den älteren Menschen, dass auch die älteren Menschen viel zur Gesellschaft beitragen können. Und es dann auch lebenswert ist, mit denen zusammen was zu machen. Man hat da schon auch recht, dass viele einsam und alleine leben. Das ist nicht mein Lebensziel. Ich würde lieber mit vielen Leuten zusammen und vielleicht auch mit 95 noch Hanteln stemmen. Mal gucken. Vielleicht trifft man den einen oder anderen vom Netzwerkabend dann auch im Fitnessstudio wieder.